Ist es schön, dass wir das so schnell haben? Aber der Rat gerade ruhig, ich glaube, das ruckt gerade nicht aus. Ich nehme an, das auf Toilette Ach oder so. sowas. Ach nee, er läuft draußen. Hoffentlich holt mich einer ab, wenn meine Schicht vorbei ist. Wie sollen Händler ohne Zuschüsse können? Was haben wir in dieser Tour erlebt? Sobald wir den Bunker haben, müssen wir auf den Gegenangriff vorbereitet sein. Müssen wir rein. Ach, das glaube ich nicht. Hey, Schwachkopf. Jakob. Shira. Das Signal im Wald. Ach, Himmelbegrüßung. Erinnerst du dich? Ja, als wäre es gestern gewesen. Du hast immer noch die Frequenz, oder? Du meinst diese Frequenz? Scheiße. Hast du auch die Lottozahlen auf dem Arsch tätowiert? Immer noch so misstrauisch? Ich hasse diese, habe ich doch gesagt, Masche. Das Signal ist noch aktiv, wie ein entferntes Echo. Es ist digital, muss also von einem Ort kommen, an dem es keine Anomalie gibt. Wir konnten die Quelle bisher leider nicht orten, weil wir nie die richtige Frequenz hatten. Bis du aufgetaucht bist. Hör mir gut zu. Du musst diese Zahlen zu Dr. Abraham Zahidi bringen, einem unserer letzten Wissenschaftler. Blödsinn. Er ist doch schon seit Wochen auf feindlichem Gebiet. 5 Rationen, dass Zahidi tot ist. Das wissen wir nicht. Du kommst mir bekannt vor aus der Krankenstation. Du hast mich aufgeweckt. Gibt schon komische Zufälle. Das ist Jane, exzellente Scharfschützin. Hat ihn gerettet und wäre dabei fast gestorben. Sie bringt dich hin. Warte, Shira. Bei unserer Landung war das Signal schon aktiv. Kannst du dir vorstellen, wer oder was es sendet? Tu dir selbst einen Gefallen, vergiss die Frage. Was immer da ist, will nicht gefunden werden. Und wer nach dem Scheißsignal sucht, überlebt es nicht. Aber eine andere Chance haben wir nicht. Und wenn es jemand überleben kann, dann seid ihr das. Shira, ich bitte dich. Jakob, das ist ein Befehl. Jakob. Sorry, ein Jakob zu sein, ne? Hey, kein Problem. Ist auch Pole. Ich hatte keine Wahl. Ja, ich weiß, der polnische Spieler. Hätte ich auch getan. Oder? Entwickler? Ja. Also da trinkt ja auch, polnischen Wodka. Ah, Gott. So. Öffne so. Die Reihe für Mission für Details. Nee, machen wir nicht. Nee, sprich mit Jakob und Fürstin, die Reise anzusehen. Na gut, gehen wir da hin. Jakob, was für ein Signal ist das wohl? Keine Ahnung. Das habe ich ja am Maskenmeister mir rast am Anfang die Treppe. Ja, du gehst ja. Weil du kommst Ruhe. Wenn Funksprüche sind, dann immer zuhören, weißt du? Welche Funksprüche? Ja, wenn hier zu erzählen, da brauchen die Zuschauer nicht lesen, weißt du? Der kann das sich anhören. Als wenn wir da rumquatschen und die das nicht hören, deswegen. Die Grand Marshal hat uns auf Patrouille geschickt. Ansonsten so beim Campen könnt ihr reden, ja, wie ihr wollt, ne? Hau ihn und so. Ja. Scheiße heiß hier. So. Seid ihr da? Ja, besser als sich draußen vor Kugeln zu ducken. So dringend brauche ich die Abkühlung auch nicht. Na, hat schon einer gedrückt oder was? Ja, also ich habe schon gedrückt. Wenn ich bei der Mission drauf gehe, muss ich diese Stadt nie mehr sehen. Bei mir ging das nicht weiter. Also brechen wir auf. Was ist mit den anderen Outriders passiert? Was ist mit all den anderen passiert? Hat außer mir kein Outrider überlebt. Tja, war eine beschissene Show und ihr wart in der ersten Reihe. Die meisten hat's am ersten Tag erwischt. Wo müssen wir denn hin? Die paar Dutzend, die noch leben, machen das, wofür wir hier sind. Ich red noch mit ihm. Missen. Eine scheiß Erkundungstour. Ja, ich bin schon draußen. Wer ist wohl gestorben, nur um rauszufinden? Ich gehe jede Frage nach, die er da anbietet, weißt du? Ach so. Ja, ja, ich mache immer gleich das Erste, was da steht. Ich nehme alle Fragen, die da sind.
Wie hast du überlebt? Erzähl mal. Warum hast du als einziger Outrider überlebt? Glaubst du, ich hätte den verdammten Planeten danach noch erforschen wollen? Scheiß drauf. Die können mein Abzeichen haben. War ohnehin nicht so scharf darauf, ein Outrider zu sein. So, brechen wir auf. Ja. Brechen wir auf. Oh, und das ist die Weltmap übrigens. Weltkarte, aha. Wie den Ort, aus dem du reisen möchtest. Mit der Maus, ne? Hier. First City? Reisen oder was? Ja. Okay, zum Hut. Ach, da bestätigen. Gut, in 5 Sekunden, 4 Sekunden. Blum, blum. Bum, bum, bum. Und wieder hat sich Dabrowski übertroffen. Wow. Du hast den Truck über all die Jahre in Stand gehalten. Ich musste die KI-Systeme entfernen und die Graphenzellen umgehen. Die Teile haben mich 20 Flaschen Wodka gekostet, aber jetzt säuft unser Baby alles. Diesel, Terpentin, ja, sogar scheiß Kartoffeln, wenn wir die anbauen könnten. Tja. Hast du noch Mucke? Mucke? Wir haben ja nicht mal Elektronik. Keine Mucke, kein gar nichts. Aber wir werden das Schiff schon schaukeln. Na, hoffen wir mal. Mucke. Muckefuck. Aber am coolsten ist seine Sonnenbrille. Ja. So. Sahida und sein Boot Marikachin haben dich aus dem Klingel. Sieht ja noch ganz gut aus, der Planet. Grüne Bäumchen. Ja, ja. Das ist ja eigentlich auch schön. Ja. Okay, ich habe den Doc am Funkturm auf dem Hügel geortet. Aber in den Slums zwischen uns und ihm tummeln sich genug Viecher und das erinnert mich irgendwie an Rio de Janeiro. Warte, was für Mutanten? Wovon redest du? Ich bleib auf den Dächern und halte von dort aus Schau. Viel Glück. Ey, der hat unsere Frage nicht beantwortet. Welche Mutanten? Nee. Ja. Ja gut. Hingabe heißt die Mission, aha. Die ja. Straße ruft. Alles klar. Wieso sind eure Autos so schön sauber? Ja. Wow. Das riesige Ding ist der Kernenergieantrieb der Flora. Die lustige Blechbüchse da? Die ist der Grund dafür, dass die halbe Stadt verseucht ist. Lass mich raten. Da lief nicht alles nach Plan. Die Anomalie. Ja, der dem Ding so lange zugesetzt bis. Bäm. Und aus die Maus. Sag bloß, es waren noch Leute im Kälteschlaf. Doch, die meisten. Die ECA hatte die Wahl. Sie im Schlaf sterben lassen oder alle gleichzeitig aufwecken. Kiste? In einer unfertigen Stadt ohne Nahrung und Wasser. Slums vor den Mauern verbannt. Man überließ sie dem Hungertod. Bis sie anfingen, sich zu wehren. Ach ja, Vorratskiste. Deshalb nennen sich selbst die Verbannten. Bingo. Okay. So. Von mir aus können wir los. Können wir da hin? Hm? So, den Weg folgen. Die Stadt müssen wir da mal durch, ja. Ja, ja. Was ist er für eine? Ach, Jakob. Der sitzt hier. Ah, ich hasse diesen Ort. Gott. Sämtliche Katastrophen, die hier ausgehen. Da, 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 da. Von An dem Metall solltest du nie vorbeilaufen. Ja. Was? An das Metall, was hier an der Wände backt, das komische hellgrüne, dunkelgrüne. Achso. Da war es vorbeigelaufen. Musst du abbauen. Nein.
Na gut. So, hier rein, ne? Wie geht Brenn aus? Rollen. Ach so, ja gut. Ich will noch nicht sterben, nein, ich auch nicht. So, andere Waffe nehmen. Gut. Ich würde mal wie bei Tomb Raider hier den Überlebensinstinkt drücken. Dass man angezeigt wird, wo ich was sammeln muss, was? Nee, der musste suchen und der oder mit der merken. Ah Gott. So. Weiter geht's, weiter geht's. Oh. Kommt der Dinge. Ja, das ist ein Captain. Alter, bist du sauer oder was? Komm her hier. Da oben steht er, Gott. Wenn ich nicht bekomme, nee. Ey! Verpiese dich! Schön abgebrannt! Meine Kanone war tot. Ist erledigt oder was? Ja. Gut. Mal reingucken. Munition. Gut. So. War ja nicht irgendwo den Kiel. Ah, da war es gestern. Ist der Kasten. Ach, da oben. Ist ja. Wow, hier ist eine Glasscheibe noch drunter. Alles dicht und drüber, aber es gibt eine Glasscheibe. Nicht mehr lange so. Okay, es gab eine Glasscheibe. Ja. Ordnung können wir hier gar nicht gebrauchen. So, dann können wir ja weiter hier, wa? Ja. Noch ein bisschen was einsammeln hier mit dem Licht. Gut. Ach, Olaf ist da, gut. Dann gehen wir mal weiter. An den Scheiß muss ich mich erst gewöhnen. Ich mir
Ich mich auch, ja. So. Wir kommen. Sollte es der Funkturm sein, oder was? Ja, na hier, wo wir jetzt gerade hingehen, hier hinten. Hier sind schon zwei. Okay. Da ist noch eine. Ah, da ist noch eine. Hallo. Da war mal eine. Oh, da kommen gleich noch so viele. Oh, 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 oh. Sehe schon wieder einen kleinen Miniradar. Vielleicht denkst. Was dich erwischt hat, war das Feuer und die Granaten, die auf dem Boden lagen. Ach so. Platz auf der Flores. Ich habe ein paar schöne Erinnerungen, aber die
Die waren so. Kaum mehr als Desserts im Todestrakt. Oh, hier leuchtet so viel Grünes und Blaues und so. Aufnehmen, aufnehmen, aufnehmen. Aufnehmen, aufnehmen, aufnehmen. Schauen wir uns wieder in Ruhe an. So, jetzt machen wir kurz Pause wegen der Aufnahme, ne? Aufhören. Mhm. Ja, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, auf es schaffen, müsst ihr wieder einschalten. Bis zum nächsten Mal. Sagen wir mal danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao, ciao.